Einen wunderschönen guten Morgen aus unserem Esszimmer. Ein Raum, auf dessen Makeover ihr schon die ganze Zeit sehnsüchtig wartet und glaubt mir, ich auch, weil das das Zimmer ist, in dem wir uns als Familie einfach so ziemlich am allermeisten aufhalten. Jeden Tag mehrmals zum Essen und ich kann es nicht mehr sehen. Hier steht noch alles an Gerümpel rum, lauter Dinge, die irgendwie noch keinen Platz gefunden haben. Und um zwei riesengroße Projekte kümmere ich mich heute als allererstes, weil ich es nicht erwarten kann, dieses Makeover zu sehen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ihr überhaupt schon mal gesehen habt, was hier hinter mir steht. Der David und ich haben schon vor unserem Einzug in die Wohnung eine riesengroße Vitrine gekauft für sehr, sehr wenig Geld. Wirklich ein absolutes Schnäppchen gemacht. Ich gebe euch das auch immer wieder als Tipp mit. Guckt unbedingt bei gebrauchten Möbeln, wenn ihr irgendwas sucht, was ihr sowieso ein bisschen upcyclen wollt oder herrichten wollt. Genau dasselbe haben wir hier auch gemacht oder haben wir vor. Wir haben diese wunderschöne Vitrine gekauft. Ich zeige sie euch gleich nochmal. Und heute werde ich sie abschleifen und neu lackieren. Wir haben uns endlich für eine Farbe entschieden. Das hat ein paar Wochen gedauert, ich bin ehrlich. Aber ich bin mir jetzt sicher, was ich haben möchte und ich zeige euch jetzt mal, was ich alles besorgt habe. Das hier ist das riesige Schätzchen und es ist wirklich riesig. Unsere Decken sind ja 3,40 Meter hoch. Dieses Teil ist einfach über 2 Meter hoch und es ist wahnsinnig viel Stauraum drin. Ich freue mich so sehr, hier schönes Geschirr einzuräumen. Das wollte ich schon immer haben im Esszimmer. Hier steht auch unser Esstisch. Also es passt einfach perfekt hier rein. Aber die Farbe ist natürlich so ein bisschen, ich würde mal sagen, dated. Es ist ein wunderschönes Holz und es ist auch noch echt gut in Schuss. Allerdings passt die Farbe uns nicht. Also ich finde, es beißt sich auch mit dem Boden. Der Boden hat auch so einen Rotton. Das wirkt einfach alles zu rot und zu dunkel. Deswegen bekommt dieses Schätzchen jetzt einen hellen Anstrich. Ich glaube, so kann man ganz gut erkennen, wie hoch und breit dieses Schätzchen hier ist. Denn damit hat man die Kamera in die Hand genommen. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich alles an Materialien besorgt habe, damit wir da was Schönes draus machen können. Mein allererster Schritt wird das Anrauen von dem Schrank sein. Man muss das nicht unbedingt machen, aber ich nehme immer super gerne diese Glanzschicht hier davon weg. Ihr könnt das ganz gut erkennen, weil ich einfach möchte, dass der Lack besonders guten Halt drauf hat. Deswegen habe ich ganz, ganz feines Schleifpapier, 240er, 300, ich glaube 360er und 400er und diese Schleifblöcke dazu, damit man das eben gut in die Hand nehmen kann. Da gehe ich dann einmal ganz zart drüber und raue es ein bisschen an. Dann ganz wichtig, Lackierutensilien. Ich habe immer so Mäuschen da, also diese, ich glaube, Schaumstoffrollen sind es und auch Pinsel, damit ich in Lücken reinkomme. Ich versuche aber so viel wie möglich mit den Rollen zu arbeiten, damit ich einfach keine Pinselstriche im Lack habe. Dann natürlich eine Lackwanne, um die Rolle drin zu rollen. Handschuhe benutze ich sehr gerne, weil ich einfach den Lack dann nicht irgendwie von den Fingern runterfriemeln muss. Und der Lack, den ich benutze, das ist der hier. Das ist ein Buntlack von Schöner Wohnen. Ich habe den auch in unserem Gäste-WC benutzt. Das ist jetzt die Farbe Cozy, aber ihr seht es dann gleich nochmal. Und ich benutze den einfach wahnsinnig gern, weil es eine 2-in-1 Lackierung ist. Also ihr habt eine Grundierung und den Lack. Das heißt, ihr müsst nicht noch einen Arbeitsschritt mehr machen. Das ist jetzt, wie gesagt, seidenmatt. Finde ich ein schönes Finish, weil man es gut abwischen kann. Aber ich wollte nicht Hochglanz. Das passt irgendwie nicht so bei uns rein. Deswegen ist es die geworden. David und ich haben vom Wendestreichen noch diese Papierrollen da. Die legen wir jetzt mal überall am Boden aus und dann muss er mir auch dabei helfen, dieses Monster hier auseinander zu heben. Das sind zwei Teile. Also der Topper ist quasi ein Teil und das unten ist wie eine Kommode. Und das stellen wir jetzt mal alles hier hin und dann geht's los. So. Es steht getrennt, das Oberteil und das Unterteil wäre übrigens eine sehr schöne Kommode gewesen. Jetzt nehmen wir mal als allererstes alle Schubladen raus und nehmen die ganzen Knöpfe und Schlüssel und alles ab, was da noch so dran ist, damit wir dann alles schleifen können. So, alle Schubläden und Türen ab. Ich habe die einfach ausgehängt aus den Scharnieren. Die werde ich nach dem Lackieren abkleben, damit da nichts dran kommt. Und die Schlüsselplatten hier habe ich auch alle abgemacht, weil ich die tatsächlich ein bisschen sehr altbacken finde. Da habe ich neue bestellt, die ein bisschen dezenter sind und die werde ich dann einfach austauschen. Da sieht man noch ganz gut, wo die davor lag. Ich werde jetzt quasi einfach diese Schraublöcher hier einmal auffüllen und dann kurz trocknen lassen, abschleifen und dann darüber lackieren. So, ich habe jetzt mal hier oben drauf
schon abgeschliffen. Ich weiß gar nicht, ob man sehen kann. Ich habe überall Feilstaub an den Händen und der David ist jetzt direkt nochmal los zum Baumarkt. Neues Schleifpapier kaufen. Da brauche ich nämlich definitiv noch einiges mehr. Da könnt ihr es mal ein bisschen sehen. Ich habe an einer Stelle mal ein bisschen weiter runter geschliffen, um zu sehen, was drunter ist. Aber ich glaube, dass diese obere geschwungene Platte hier oben MDF ist. Deswegen ist es so helles Holz und der Rest müsste was anderes sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber genau, ich mache einfach nur die Glanzschicht leicht weg. Wenn man das so wegmacht, dann sieht man auch, da ist noch Farbe drunter, nur die glänzt eben nicht mehr. Mein Mann konnte mir nicht länger dabei zuschauen, wie ich mir die Finger wund schleife. Ich habe nämlich jetzt sage und schreibe 1,5 Stunden geschliffen, oder? 1 Stunde? Und bin noch nie wirklich weit. Also ist er jetzt zum Baumarkt gefahren und hat das gekauft. Jetzt kann ich das hier ordentlich machen mit einer richtigen Schleifmaschine. Mal gucken, wie das jetzt schnell gehen wird. Bisschen Kreppband zur Seite geholt, damit ich die Glasflächen abkleben kann. Ich dachte eigentlich, ich mache das nur zum Lackieren, aber ich glaube, es ist sicherer, das auch vor dem Abschleifen zu machen, damit eben keine feinen Kratzer ins Papier kommen. Das mache ich jetzt mal. Aber wir haben gestern eigentlich fast den ganzen Tag damit verbracht, den Schrank abzuschleifen und danach nochmal sauber zu machen, damit auch kein Staub mehr drauf ist. So sieht es jetzt im Moment aus. Also es ist einfach nur die Glanzschicht ein bisschen weggenommen. Man sieht es an den Kanten, dass wir geschliffen haben und alles ist schön sauber. Und jetzt geht's endlich ans Lackieren. Ich konnte es mir gestern aber natürlich nicht mehr nehmen lassen, noch eine kleine Farbprobe zu machen. Ich habe einfach nur mit dem Pinsel ein bisschen die Farbe ausprobiert, um zu schauen, wie sie uns gefällt. Und sie ist einfach perfekt. Und da sieht man jetzt auch ganz gut. Also da kann ich auch hinkratzen und machen, wie ich will. Da passiert einfach gar nichts mit dem Lack. Der ist wirklich super kratzfest und super resistent und deckt auch relativ gut. Ich denke, ich muss 2-mal drüber gehen mit der Rolle, weil da nicht so viel Farbe drauf bleibt wie mit dem Pinsel. Aber das gehen wir jetzt an. Der große Eimer ist ja für außen, das ist die Farbe Cozy, habe ich euch schon gesagt, glaube ich. Auf jeden Fall werden wir für innen eine andere Farbe benutzen, habe ich mich gestern dafür entschieden. Hier hinten ist ja so ein Stoff drin in dem Buffet und ich versuche den und auch die Bretter innen drinnen weiß zu machen. Deswegen habe ich mir nochmal den Buntlack von Schöner Wohnen natürlich in Altweiß geholt und werde es dann innen machen, damit es sich so ein bisschen abhebt, wenn man von außen reinschaut. Die erste Schicht ist auf den großen Teilen drauf und auch schon angetrocknet. Also auf jeden Fall so, dass man es anfassen kann. Das ist alles schon angetrocknet. Ich habe lang genug gebraucht dafür, um sie zu lackieren. Deswegen kann ich da jetzt direkt ein zweites Mal drüber. Und ich denke, das deckt dann auch. Wie fühlen Sie sich? Alt. Mir tut alles weh. Aber ich möchte es perfekt haben. Also kletter ich auch unter den Schrank, wenn es sein muss. Ich brauche eine Lupe. Ist aber auch super gemein, dass man fast am Ende des Prozesses entdeckt, dass da noch eine geheime Kante unten drunter versteckt ist.
ich habe es geschafft. Mir tut alles weh. Meine Finger fühlen sich so an, als hätte ich die jetzt stundenlang in Wasser gehalten, weil ich Handschuhe anhatte. Aber es sieht so gut aus. Die Farbe trocknet auch wahnsinnig schnell. Ich lasse das jetzt aber vorsichtshalber einfach mal noch ein paar Stunden so stehen, bevor ich alles zusammensetze, damit auch keine Macke reinkommt, weil dann würde ich mich sehr ärgern. Ich habe jetzt auch tatsächlich nur 2 Schichten gebraucht, wie ich es mir schon dachte, weil die Farbe einfach so gut deckt. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie die Sachen jetzt aussehen, wenn sie hier liegen. Da ist ja der große Aufsatz. Der wird morgen innen drin noch lackiert. Dann haben wir hier das Unterteil. Das ist so krass, wenn man sich vorstellt, dass das davor mal so dunkel war. Und hier kann man sehen, alle Türen sind lackiert und haben einfach so ein schönes, samtiges Finish. Die hier habe ich ja auch abgeklebt. Die sind jetzt alle noch am Trocknen und die Schubladen sehen richtig gut aus. Da freue ich mich sehr, weil das war tatsächlich nicht so easy, die mit Hand zu lackieren, aber man sieht so schön die Details und ja, ein sehr, sehr schönes Finish und ich freue mich drauf, wenn da neue Knöpfe drin sind und alles zusammengebaut wird. Es ist der nächste Tag und heute geht es in den Endspurt. Ich sitze schon vor dem nächsten Projekt. Ich habe es euch ja schon gesagt, heute wird der Innenraum von dem Oberteil der Vitrine lackiert und es geht an kleine Details. Ich habe mich nämlich tatsächlich noch dafür entschieden, die Scharniere zu lackieren. Ich zeige euch auch gleich mal wieso. Das hier sind ja die Scharniere, die aktuell an der Kommode dran sind und das hier ist die originale Hardware, also die Schlüssellochblende und der Schlüssel und wir fanden das einfach ein bisschen sehr viel mit diesem ganzen Geschnörksel. Deswegen habe ich, das sind übrigens auch die alten Knöpfe, die hier dran waren an der Kommode. Und ich habe jetzt ein bisschen neuere, modernere Knöpfe bestellt. Eigentlich sehr ähnlich vom Stil, nur eben ein bisschen helleres Finish und ein bisschen moderner. Und neue Schlüssellochblenden zur Auswahl. Und zwar haben wir einmal die hier mit den Punkten und die hier. Sieht komplett anders aus, wenn man das so vergleicht. Also das hier ist einfach ein bisschen too much für uns. Wir wollen ein bisschen was Dezenteres. Und da suchen wir uns jetzt was Schönes aus von denen. Und dann werde ich das Ganze auch noch in derselben goldenen Farbe, wie die hier sind, sprühen. Als nächstes ein kleiner Tipp von mir. Ich habe hier so einen Sicherheitsschaber. Mit dem kann man wahnsinnig einfach Farb- und Klebereste von Glas entfernen. Und ich schneide jetzt einmal rundherum, wo ich lackiert habe, um das Tape. Und dann kann ich das abziehen und solche kleinen Kleckse, die vielleicht daneben gekommen sind, einfach abkratzen. So, jetzt schaut mal, alle 3 Scheiben sind blitzeblank sauber und das hat so gut funktioniert mit den Kanten. Die sind komplett clean, nichts kaputt gegangen. Also das ist wirklich eine große Empfehlung mit diesem Schaber. Und jetzt hänge ich die natürlich noch nicht ein, sondern wir fangen endlich an, drinnen zu lackieren. Einmal gut schütteln. Für innen drin habe ich auch wieder von Schöner Wohnen den Buntlack und zwar in der Farbe Altweiß. Und den mache ich jetzt wieder in so einen Tray hier rein und dann wird lackiert. Kleines bisschen stolz bin ich ja schon. Ich habe jetzt innen drin alles fertig lackiert, gestern Abend fertig gemacht. Das ist komplett durchgetrocknet und wir bauen es jetzt gleich zusammen. Und es sieht einfach so toll aus. Ich zeig's euch mal. Seid ihr ready für das nachher? So sieht es jetzt aus und das ist einfach so toll geworden. Ich habe jetzt innen drinnen 2 Schichten Altweiß lackiert und es wirkt so viel moderner mit dem hellen innen drin. Ich habe ja auch die Scharniere noch gold gesprayt. Das macht es auch nochmal ein bisschen moderner. Also ich finde es wirklich mehr als gelungen und eine totale Veränderung zu davor. Es fehlen jetzt quasi nur noch Knöpfe und ein paar andere Platten vor den Schlüssellöchern, die ich noch anbringen möchte, damit das auch noch Feinschliff hat. Dann stellen wir es drauf und dann wird dekoriert und dann ist es komplett fertig.
kann es nicht glauben, wie unfassbar toll dieses Ergebnis geworden ist. Ich stehe vor der komplett fertig eingerichteten Vitrine und ich habe gerade zum David schon gesagt, seitdem wir uns kennen, seit über 12 Jahren, möchte ich unbedingt ein Küchenbuffet, eine Vitrine mit Geschirr drin haben. Und die Arbeit hat sich sowas von gelohnt. Ich zeig's euch jetzt mal. Wunderschön. Ich habe jetzt schon das ganze Geschirr eingeräumt. Alles, was da drin Platz finden sollte, hat seinen Platz gefunden. Schöne Gläser, sogar noch meine Vase passt da oben rein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da so viel Platz sein wird. Teller, ganz besondere Stücke, Teile, die ich über die letzten Jahre gesammelt habe, wo ich immer wollte, dass sie einen schönen Platz haben, wo man sie sehen kann. Und das kann man hier jetzt und ich bin so happy damit. Der Rest vom Zimmer ist jetzt natürlich noch nicht fertig, aber das seht ihr dann im nächsten Makeover vom Esszimmer. Es hat sich aber mehr als gelohnt, dass wir auch noch hier die Hardware ausgetauscht haben und dass ich die Scharniere und die Schlüssel lackiert habe, weil es einfach perfekt zur Farbe passt und so schön modern aussieht. Und ein riesengroßes Dankeschön geht auch nochmal an Schöner Wohnen Farbe, die dieses wundervolle Projekt mit mir umgesetzt haben. Ich lasse euch natürlich alle Farben, die ich benutzt habe, nochmal in der Infobox. Cozy war die von außen, da werdet ihr mit Sicherheit fragen. Aber solltet ihr nach Farben suchen, dann schaut unbedingt mal bei Schöner Wohnen Farbe vorbei. Da gibt es eine riesengroße Auswahl und sehr viele der Farben kann man sich dann einfach im Baumarkt als Buntlack anmischen lassen, so wie ich das gemacht habe. Dann könnt ihr eure Möbel auch ein bisschen aufpimpen und solltet ihr das machen, dann lasst es mich unbedingt wissen. Schickt mir Fotos auf Instagram. Ich will das unbedingt sehen, wenn ihr das probiert. Für mich hat es sich wirklich mehr als gelohnt und ich bin unfassbar happy, dass ich das Projekt gestartet und durchgezogen habe. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Den Kanal abonnieren nicht vergessen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da werdet ihr öfter mal solche Projekte sehen, aber natürlich auch ein bisschen Mode. Ganz viel von meinem Leben und ich freue mich sehr, wenn ihr dann beim nächsten Video wieder dabei seid. Tschüss!